Genau. So gibt es noch die Erholungspose, damit man das gut buffen kann. Assassin's Creed? Was? Nee, wie gesagt, jetzt kommt noch Dings. Kommt noch ein bisschen Arena. 17 Minuten Arena. Wir beziehen natürlich ein bisschen, meine Güte. Ist ja kein großes Ding. So, das soll es aber erstmal mit der Gruppe gewesen sein. Waren wieder sehr, sehr schöne Runden. Wir sind wieder gut vorangekommen. Wir haben die nächste Zettelquest erledigt. Wir sind jetzt auf Seite 4 auch schon halb durch mit den Eventquests. Also von dem her, es geht gut voran. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann das nächste Mal weitergehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei euch fürs Mitmachen. Wie gesagt, waren wieder schöne Runden und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und noch einen schönen Stream. So, würde zu gerne Arena, aber zock mit zwei Freunden Fortnite. Okay. Gut, dann brauche ich jetzt einen Freiwilligen, der Arena mitmacht. Für, ja, ich sag mal, zweimal 20 Minuten oder sowas circa. Das passt dann schon. Dann 20, dann überziehen wir eine halbe Stunde oder so. Ja, wer hat denn Lust auf Arena, sag ich mal? Dann wähle ich einfach so jemanden aus. Vielleicht der das letzte Mal auch nicht dabei war. Dass wir so ein paar neue Leute da haben. Schauen wir mal. Ich kann ja schon mal eine Arena-Quest auswählen. Welche hatten wir denn jetzt noch nicht? Okay, ich würde mich doch bereit erklären. Okay. War aber schon. Ja, stimmt. Die vielleicht heute auch noch nicht waren. Ich meine, wenn du dabei sein willst, nächstes Jahr, dann kannst du mal. Ich habe ja eher gesagt, dass Mods da vielleicht mal Vorrang bekommen. Fürs Erste. Das heißt, und ich wollte dich ja eigentlich eh schon in der letzten Runde drin haben, oder so hatten wir es ja eigentlich ausgemacht. Dann vielleicht du, Nixios? Oh Gott, Devilio, wow. Du warst beim letzten Mal schon dabei, genau. Wie gesagt, dass dann vielleicht so ein paar neue Leute kommen. Wie gesagt, da machen die ersten 20 Minuten mal, okay, komme in einem Moment, weil ungeplant. Ja, wie gesagt, keine Sorge. Die 1-2 Minuten sind jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir zuerst mal mit Nixios. Ich komme frisch aus dem Bloodborne DLC und die Brachydios Quest hat mir gezeigt, dass ich gerade nicht gut in MH bin. Arena traue ich mir da nicht zu, okay. Vielleicht wenn du wieder ein bisschen eingespielter bist in Monster Hunter. So, ich wähle mal den Devilio aus. Oh wow, das ist ja richtig fies. Devilio. Unter 8 Minuten, unter 17 Minuten. Na gut, das wird fast schon eine Quest, ne? Das wären richtig fiese Quests dann. Nein, nicht du, Freezer. Du bist nicht erlaubt. Wie lief eigentlich Höllenzinoge so? Da konnte ich ja nicht mehr zuschauen. Stimmt, genau, da warst du schon weg. Freezer, entweder du wählst die Quest ab oder ich muss dich kicken. Okay, mach das schon. Höllenzinoge lief eigentlich ganz gut. Das ist, Trigios hatte ein bisschen Probleme, der hatte aber auch die Glefe oder so. Und ich hatte das Langschwert oder was waren das? Ich hatte zumindest eine ziemlich gute Waffe. Nee, ich hatte, keine Ahnung, was war das? Doppelklingen oder sowas? Aber meine Waffe war eigentlich ziemlich gut. Darf ich als Dekoration wiederkommen? Ja, ich meine, ihr dürft in der Halle stehen. Warum nicht? Weil du nicht ausgewählt wurdest, Freezer? Du bist einfach bloß dazu gejoint. Die Glyph ist absolut kacke in der Quest. Ja, ich glaube, die hatte Tregios. Und ich hatte irgendwas anderes. Kann ich ja nochmal kurz nachgucken. Und das war echt gut, weil das hatte richtig viel blaue Schärfe. Ich musste, glaube ich, bloß zweimal nachschärfen. Und dadurch habe ich die Quest ziemlich gut erledigen können. Also ich meine, ihr könnt schon in die Halle kommen, solange ihr Platz für Dings, für Nixios lasst, passt das. Ja, die Doppelklingen. Die Doppelklingen waren echt gut, muss man sagen. Welches ist meine Lieblingsunterart? Oh, jetzt fragst du mich Sachen. Ich würde sagen, Lieblingsunterart. Vom Aussehen ist der Dings halt sehr, sehr cool. Habe ich jetzt die richtige Quest ausgewählt? Ja. Vom Aussehen ist halt zum Beispiel auch der heilige Yen sehr, sehr cool. Das ist eine sehr coole Unterart. Goldratian, Silberatolos sind sehr cool. Ist schwierig. Es gibt viele interessante Unterarten. Ich wüsste jetzt aber nicht, welche meine Lieblings ist. Auch im Vergleich Seltas, Wüstenseltas, Seltas, Königin, Wüstenseltas, Königin. Gibt es da sehr coole Unterschiede.
Dann formuliere ich mal meine Challenge für wenn du mal mit den Quests durch bist. Versuche Solo. Oh Gott. Keine wirkliche Lust. Wir können es mal ein bisschen Solo, oder ich kann es mal Solo probieren. Aber das wird natürlich echt heftig. Das ist klar. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, das wird dann natürlich ziemlich fies. Ah, ich freue mich gerade ein bisschen, dass ich die Pallium bekommen habe. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache, weil wie gesagt, dadurch kann ich jetzt endlich mal die Brachydios-Waffen verbessern. Das kann bei einigen komischen Quests sehr helfen, wo es halt kein wirkliches Element gibt. Okay. Und da kommt Nixios. Na also, perfekt. Können wir gleich loslegen. Soll ich, wenn ich gerade nicht viel schreibe, kein Problem. Das ist Zocken nebenbei zu Splatoon 2, okay. Ja, wie gesagt, kein Problem. Das ist ja jeder wie er kann und braucht oder kann und meint gerade. Ich zwinge ja niemanden dazu zu schreiben. Da war schon, dass du nichts einpacken musst, das Arena. Ich lasse grundsätzlich Arena-Quests aus. Ich spiele mit eigenen Waffen, mit denen ich am besten umgehen kann. Ich finde es ganz witzig, weil du lernst A, ein paar neue Waffen kennen und B, ist es halt eben eine Herausforderung, dass du halt immer was anderes machen musst. Also ich finde Arena eigentlich ganz cool. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, was haben wir denn? Wir haben einen Hammer. Oh, in Rathalos-Rüstung. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Oh, bremst den Drakenschlund. Aha. Blutiger Dynamo, eine Lanze, Gewehrlanze sogar. Du nimmst Fernkampf. Nehme ich die Gewehrlanze oder nehme ich den Hammer? Gegen Devil Yo. Ich nehme den Hammer. Ich nehme mal Hammer. Hatten wir jetzt auch noch nie. Angriff plus 2 und Erholung runter. Naja. Ist jetzt nicht so gut. Ich hoffe, es funktioniert. Haben wir... Nee, wir haben keine Verteidigungssachen dabei, oder? Oh. Arena mache ich immer dann, wenn ich mich selbst echt aufregen will. Oder wenn ich eine Arena-Belohnung will. Meine erste richtige Schützenrüstung war die Wächter... Was tue ich denn? War die Wächterrüstung von der Arena. Okay. So. Achso, Dungbomben, falls er mich schnappt. Ja, okay. Ich nehme mal gleich den Maxi-Trank. Ich habe nichts für Dings. Doch, Ration. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts für Ausdauer dabei, aber die Ration schon. Was war denn das für ein Felsbrocken? Okay. Ich habe schon eine Weile nicht mehr mit Hammer gespielt. Ich habe in Dings noch nie mit Hammer gespielt. Fällt mir gerade so ein. Ein 4 Ultimate. Wie funktioniert denn der hier? So, ich bin erstmal drauf. Das ging schon mal ganz gut. Ach Gott, wie gesagt, vielleicht war es keine gute Idee, nach so langer Zeit mal wieder Hammer zu spielen. Ich habe jetzt keine Ohrstöpsel. Dran denken. Wichtig. Okay. Alles gut soweit und du brüllst, ist aber egal. Nice. So, du gehst wahrscheinlich ins Gesicht. Deswegen gehe ich hier an die Stelle. Zack. Wobei, ich sollte eigentlich auch ins Gesicht gehen. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Hup. Ah, ja, toll. Oh Gott. Ah, echt? Ich dachte, das trifft nicht. Blöd. Was ist denn los, Mann? Jetzt, okay, ich wollte gerade sagen, jetzt dreht er sich schon wieder. Da haben wir ein bisschen rein und weg. Komm ich da an dein Gesicht ran? Was ist denn los? Wieso hältst du dein Gesicht so blöd? Mann, ach. Oh, aua. Also irgendwie läuft das gerade noch nicht so bei mir. Wie gesagt, vielleicht hätte ich nicht Hammer nach so langer Zeit mal wieder spielen sollen. Na, das war doch schöner Schaden. Wenn er mit seinem Gesicht so da hängt, dann passt das natürlich auch. Seit definitiv zu lange keinen Hammer mehr gespielt. Aber das ist halt das Schöne an Arena. Du hast mal wieder so ein paar Waffen, die du einfach ewig nicht spielst oder halt nicht gespielt hast. Kannst du aber mal wieder spielen. So, mega... Ja, Ohrstöpsel. Na ja, gut. Und da ist er aggro. Wir brauchen schon definitiv viel zu lange Zeit. Darf ich nach der Quest... nach der Quest wähle ich dann wieder irgendjemand aus. Das ist halt so, wie es dann halt reinläuft. Manchmal haben wir so spontan, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wen ich da jetzt auswähle dann.
Wie gesagt, Nyxios war ja eigentlich vom letzten Mal noch, noch drinnen. Aber danach dann... Sehr schön. Ja. Die Treffer auf den Kopf sollten... Ah, sollten eigentlich kommen. Aua. Wenn er Agro ist, tut das richtig weh. Ja, der Megatrank wird auf jeden Fall am meisten heilen. Lass mich. Ja, ich habe ansonsten nicht solche Sachen. Nee. Da nochmal schnell. Na, komm schon. Nice. Das hat auch gut funktioniert. Na, also. Einfach nur ein bisschen... Oh, das kann ich sogar so kombinieren. Wusste ich. Hatte ich jetzt so ein Gefühl, dass ich es kann? Ist aber eine schöne Sache. Ja, da will er zu dir, Nyxios. Oh, perfekt. Kann ich da nochmal schnell aufladen? Ja, da hätte ich definitiv noch ein bisschen länger rangehen können. Aua. Explodiert er wieder komplett. Ich auch nochmal ein bisschen sein Gesicht. Das ist nicht sein Gesicht. Egal. Komm schon. Ja, wieso wackelst du immer mit deinem Kopf so rum? Mann. Ich meine, jetzt war er eh gerade eben verwirrt. Das heißt, so schnell wird er das eh nicht mehr. Aber... Das hätte leider auch wieder besser treffen können. Wie gesagt, ich bin halt gerade eben ein bisschen uneingespielt mit Hammer, ist klar. Sehr schön, also... Das war doch mal ein ganz guter Treffer. Da nochmal rein. Zack. Ich hoffe einfach mal, dass ich gut mit dem Drachenschaden, mit dem Drachen-Element Schaden mache. Aua. Nein. Angesabbert. Nein. Du pinnst mich jetzt nicht, während ich angesabbert bin. Das, so weit kommt's noch. Ich glaube nicht, mein Freund. Oh Gott. Pass bloß auf, Nyxios. Pass bloß auf. Ach. Ich unterschätze diese Reichweite von dieser Waffe. Und den Kopf von dem Devil, yo. Das ist halt... Das sind meine zwei Probleme. Ich denke, ich komme zu weit und er ist zu nah. Und Jello, du musst nicht die ganze Zeit die Zeit schreiben. Es ist grundlegend egal, wie viel Zeit wir haben. Oh, Falle. Nice. Falle gefällt mir sehr. Komm schon. Wunderschön. Da können wir doch mal ein bisschen draufhauen. Ich glaube, das sollte hier am meisten Schaden machen. Ah, nicht, wenn das nicht trifft. Schade. Ah, dumm gelaufen. Na, komm schon. Ich meine, der Kiefer ist jetzt gebrochen, ja, aber... Ich dachte eigentlich, dass ich ihn da nochmal verwirren kann. Oh, vielleicht doch nicht. Ah, Ohrstöpsel. Ich wünschte, ich hätte sie. Nein! Oh, ich habe die Waffe noch draußen. Ja, klar. Oh, das ist halt, wenn du keinen Ohrstöpsel spielst. Ich dachte, das wäre wie Dings. Das wäre wie Erdbeben. Das war nicht gut. So, kurz mal ein bisschen die obere Schicht vom Hammer abschleifen. Da nochmal drauf. Sehr schön. Au! Dieser Schaden. Dieser unendliche Schaden. Kannst du meinen Schweif woanders hinpacken? Wäre nett. Das ist natürlich schon eine fiese Quest. Also, ja. S-Rang können wir mittlerweile vergessen. Ich will aber definitiv den A-Rang haben. Da nochmal. Nice. Bin ich drauf? Nö. Aber auf jeden Fall nochmal schön bekommen. Ah, das war auch wieder so knapp. Es ist immer so knapp davor. Wenn ich das ein bisschen besser hinkriegen würde, würde es auch sehr viel besser funktionieren. Na, will aber auch nicht. Also nicht verwirrt sein. Ja, jetzt, was ist denn los hier? Hier ragt er mal richtig rum. Na, immer noch nicht. Oh, nein. Wo sind sie? Da. Da, ins Gesicht. Weil das hätte ich nicht überlebt. Das hätte ich definitiv nicht überlebt. Oh, er will mich immer noch. Er will mich definitiv immer noch. So, jetzt stinkt er erstmal ein bisschen. Lasse das eine Lehre sein. Willkommen zurück, Delta Killer. Okay. Nice. Na also. Na, jetzt kommt halt bloß keiner ran, um es wirklich auszunutzen, aber egal. Das hat leider auch nicht so oft getroffen, wie ich das wollte. Ach,
Da nochmal rein. Da treffe ich ihn auf jeden Fall nochmal. Meine Güte. Der hält aber auch was aus. Vielleicht hätte ich doch mit... Ja, wobei, ich glaube, mit Gewehrlanze wäre das noch schlimmer gewesen. Ich meine, mit Gewehrlanze kann ich so ein, zwei Kombos. Aber ich denke, mit Hammer bin ich gerade eben doch ein bisschen besser. Was das angeht. Na, schade. Ich hatte ja Glück, dass kein Drachenatem kam. Oh, vor allem gegen Drachenatem bin ich ja richtig anfällig. Muss ich mir auch merken, ich habe ja eine komplette Rathalos-Rüstung. Das heißt, der grillt mich. 8 Minuten war ein S-Rang. Oh, echt? Stimmt ja. Na, dann sind wir noch fast drin. Hast du recht? Ich dachte, irgendwie 6 Minuten wäre das gewesen oder so. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Okay, zum Glück ist es kein Savage. Der Savage haut ja richtig rein. Ja. Also mit seinem Drachenatem. Der ist ja auch nochmal fieser. Ja, nochmal ein bisschen. Ja, ich denke, die 8 Minuten haben wir jetzt so. Vielleicht bekommen wir wieder die eine Minute drüber hin. So wie bei den letzten Quests die ganze Zeit. Wäre witzig, wenn der Fluch der 1 Minute weiter bei uns liegen würde. Komm nochmal ein Stück näher ran. Ja, okay, das ging. Da nochmal schön den... Ist halt bei knapp 10. Ja, wie gesagt, eigentlich gerade drüber. So mehr oder weniger. Klar, schon deutlich, aber wenn jetzt nochmal liegt... sabbert gerade eben, das ist gut, aber ich will trotzdem nichts riskieren gerade. Okay, nice. Hallöchen, hallo Niklas, schön, dass du dabei bist. Okay. So, ich kann ja währenddessen hier auch rangehen. Das hat jetzt nicht so lange funktioniert. Da war das Aufladen fast schon ein bisschen unnötig. Das hat, glaube ich, gar nicht getroffen. Wie gesagt, wenn ich ab und zu, oder wenn ich öfters mit dem, ja, mit dem Hammer treffen würde, wäre das natürlich auch besser. Kannst du dazu kommen? Tut mir leid, aber das ist Arena, da kann bloß einer gleichzeitig dabei sein. Und ich werde dann später auswählen, wer dazu kommt noch. Aber da du natürlich deutlich später dazu gekommen bist, fällst du für heute mal weg, sage ich mal. Wir haben sich an sich schon mehr angemeldet. Für die zweite Runde gleich. Zweite Runde wird dann wahrscheinlich, ja, so circa, ja, wird dann nach ihm sein. Ist jetzt halt bloß eine Arena-Quest, aber wenn die halt 10 Minuten geht, ja, jetzt sind wir bei 10 Minuten, dann dauert das natürlich schon lange. Ah, Mist. Das Timing vermasselt. Na, komm schon. Stirb doch, du hässliche Echse. Gibt's doch nicht. Wettstein, komm schon, nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Ja, renn ihn um. Okay, danke. Puh. Wie viele Runden machst du? Nur noch eine danach. Puh. Was ist eigentlich bei den Supplies drin? Keine Ahnung. Ich meine, wir können ja schon ganz gut auf ihn draufspringen, immer wieder. Ah, das wäre zu cool gewesen. Da nochmal ein bisschen aufladen. Nee, toll. Schnell nochmal eine Panzerhaut. Zack. Wann kommt Dauntless? 23 Uhr. Erste Hilfe plus. Oh, dankeschön. Also circa 23 Uhr. Was kommt nach Arena? Assassin's Creed 2. Ach. Ist das schon wieder Aggro? Komm mal. Oh, dass es so weit nach draußen geht? Verdammt. Nicht damit gerechnet, aber wenigstens kein Drachenelement. Ja, eher so gegen halt 12, ja. Wir können ja auch ein bisschen früher Assassin's Creed Schluss machen, dann passt das ja. Das war blöd. Circa 23 Uhr, also um 1. Nein, circa um 23 Uhr. So wie ich es sage. Und hallöchen Slowpoke, schön, dass du dabei bist. Nullbeere. Und wieder rein. Mann. Es werden bald eher 15 Minuten. Das wird mit Arang sogar heftig, muss ich sagen. War vielleicht nicht die beste Kombo, die wir da ausgewählt haben. Ja. Naja, wie gesagt, Arang sind 17 Minuten. Also von dem her, na, schade.
Also Aaron geht schon. Ich schätze mal, dass sie jetzt demnächst umkippen wird. Hoffe ich zumindest. Ja. Wird schon knifflig. Kein leichtes Biest. Und wie gesagt, ich bin definitiv nicht so wirklich eingespielt, was den Hammer angeht. Oh, sehr schön. Ja, verdammt. Und ein Tick zu spät, um den großen Angriff zu machen. Nein! Da hat er dich weggefespert. Na, also, sehr schön. Puh, wie viel waren das? Das waren keine 15 Minuten. Das waren 14. Naja. Ist doch ein bisschen drüber, ist zwischen S und A-Rang. Geht aber schon. Okay. Puh. Was? Ja, ich heiße Benjamin. Warum benutze ich ihn denn dann? Naja, weil ich hier verschiedene Waffen benutzen muss. Du kannst in der Arena bloß 4 verschiedene Waffen benutzen. Also eine vorgegebene Anzahl von Waffen. Und wenn da nichts Gescheites drin ist, außer der Hammer, dann war's das. Yay, Rekord. Kann ich noch eine machen? Tut mir leid, aber da es bloß 2 sind. Ich meine, ich könnte dich jetzt nochmal drin lassen und halt bloß einen Wechsel machen, theoretisch. Das würde auch gehen, aber wenn die nächste Quest halt genauso lange geht, dann will ich da eigentlich jetzt nicht so viel Zeit verplempern lassen.